Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, wunderbar. Wir sind hier am... Oh, da liegt sogar noch was rum. Hallo. Plop. So, wir sind hier an unserem Lagerhaus stehen geblieben. Haben das noch nicht ganz fertig gebaut. Das ist aber nicht schlimm. Das können wir ja noch erledigen. Ich will nicht so viele Knöpfe herstellen. Ich will hier rein und noch mehr Treppen bauen. Damit wir endlich das Dach von dem Lagerhaus fertig kriegen. Ich meine, so ein Helikopterlandeplatz wäre zwar auch ganz cool, aber in Minecraft gibt es leider noch nicht so viele Helikopter. Daher lassen wir das mal und beschäftigen uns erstmal mit den Dingen, mit denen wir uns beschäftigen können. Oh, dem Licht entgegen. Zack. Und bauen hier erstmal... Uah, was ist mit der Mausempfindlichkeit los? Voll am Abgehen. Voll die Abgehmaus. Und bauen hier erstmal die Dinger fertig. Klock, klock, klock. Na, klock. Dankeschön. Ich mag das nicht, wenn ich auf solchen Treppenstufen immer hoch, runter, so dieses Springen, wenn ich doch einfach bloß den Block setzen will. Gibt es da keine einfache Lösung? Doch, die gibt es jetzt. Und dann kannst du im Teleshopping irgendeinen Scheiß bestellen, den du eh nicht brauchst. So. Machen wir hier wenigstens noch die Dinger fertig. Das geht natürlich nicht. Warum auch? Ah, das geht aber. Wie verflixt noch eins. Sammel's doch auf. Dann lässt es halt. So. 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 Hm. Was machen wir nun? So. Das lassen wir mal offen, weil da müssen wir hier hochjumpen. Damit wir noch aufs Dach kommen, um da zu arbeiten. Dump, 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 dump. Wie so ein Windows-Ladebalken. Denkst du, erst kurz vor Ende? Nö. Zack. Zack. Und zapp. Aber ja, die 50. Minecraft-Folge. Wer hätte das gedacht? Schon 50 Folgen. Ah, Minecraft spielt sich auch locker flockig von Hand. Wir haben jetzt 50 Folgen. Bauen jetzt unser Lagerhaus, haben kein Holz mehr. Wunderbar. Oder doch, wir haben ja noch Holz. Ah, komm, da bauen wir jetzt noch. Es hat sich aber schon einiges getan hier. Ich meine, die Türme sind zwar immer noch nicht fertig und noch Bauruinen im Ansatz, aber der Teil sieht schon mal ganz hübsch aus mit dem Eingang zum Berg und ja, warum eigentlich nicht, ne? Aua. So. Treppen, wir brauchen mehr Treppen. Ja komm, einmal geht noch, oder? Reicht das? So, und der Rest kommt. Das sind eh nur drei. Moment, die brauchen wir ja auch noch. Oh oh. Oh oh. Das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Wir brauchen wieder mehr Holz. Nein. So, 1, 2, 3, 4. Vier? Hatten wir nicht mal mehr? Eins? Egal. Na, das passt schon. Ja, auf jeden Fall noch ein paar Treppen. Ein paar haben wir noch. Die können wir nutzen. Jawohl. So, jetzt nicht im zu spitzen Winkel, weil sonst funktioniert das Ganze ja immer nicht. Dücke, dücke, dücke. So, hier kann man aber schon zumachen. Und den kann man auch schon. Dann kann man hier auch schon dicht machen. Und vielleicht, aber nur vielleicht, schaffen wir es ja, die Bahn hier sogar fertig zu machen. Dann müssen wir nur noch das Dach an sich komplettieren. Also oben noch draufsetzen und dann ist das Lagerhaus soweit fertig. In Einrichtung kommt dann ja sowieso noch dran. So. Hier brauchen wir noch die drei Dinger. Achso, nö, hier können wir ja auch hinsetzen, weil wir können ja hier direkt geradeaus gehen. Ha! So. Das bedeutet, wir brauchen hier noch zwei. Die setze ich mal da dran, für den Fall, dass wir sie brauchen. Sehr schön. Und dann können wir den Rest irgendwo in eine Truhe schmeißen. Einfach neiledern. Hier zum Beispiel. Räum's. Keiner braucht dich. So. Jetzt brauchen wir natürlich wieder Holz. Wir haben jetzt überhaupt keins mehr. Ach, immer dieser Holzmangel. Hammer.
Ja, so ist es mit dem Holz. Man hat es, aber eigentlich nie. Auch hier die Ebene könnte man dann mal mit Dreck auskleiden und. Geht's hier nicht irgendwo hoch? Dankeschön. Ah, es gibt so viel zu tun, so viel zu tun und wir können alles lassen, aber wir können nichts lassen, weil wir haben. Ah, so viel vor. Große Pläne mit dieser Welt. So wie die Weltherrschaft. Muhaha. Das reicht natürlich nicht. Warum? Ja, Dankeschön. Ach komm, echt? Warum ist das denn so ein großer Baum? Dankeschön. So. Immer diese großen Bäume hier. Oh, jetzt können wir hier die. Ah, es sind auch nur 15, das wird nicht reichen. Dann haben wir ja wieder was, wo wir Holz brauchen. Mein Plan wäre jetzt nämlich gewesen, um diese Holzvorsprünge hier unten. Um diese Dreckvorsprünge, so rum. Einfach so mit Holz so drumherum zu legen, so wie so eine Art Blumentopf oder. Aber das ist dann auch doof. Nee, das ergibt nicht so viel Sinn. Ich denke mal, so wie wir das jetzt haben, das ist erstmal zweckmäßig und funktioniert. Und alles andere müssen wir mal gucken, wie wir das regeln. Es reicht wieder nicht. Mann! Wir haben auch gleich keine Axt mehr, ne? Die macht auch gleich die Hufe hoch. Wetten irgendwie mittendrin. Nein? Noch ist er am Leben. Alles klar. So viel dazu. Sammeln wir wenigstens noch ein paar Setzlinge ein, damit wir hier wieder nachfüllen können. So weit, so gut. Mehr gibt es nicht. Es wird dunkel, wir gehen besser schlafen. Hatti. Mal gucken hier. Wir haben auch noch so viel Kühe und so viel. Aha, so viel zu tun. So viel. So, wir schlafen erstmal, dann brauchen wir eine neue Axt. Und. Ja, die Setzlinge, die fallen ja da runter. Das ist ja das Schöne. So, eine neue Axt. Dankeschön. Dahin. So, lauf. Ich wollte gerade sagen, was machen die Pferde denn da für einen Handstand, aber. Waren ja gar nicht die Pferde. Bin ich voll drauf reingefallen. Die mich voll ausgetrickst. Die alten Pferde. Ausstrickspferde. Warum machen die sowas? So. Ein Setzling fehlt. Setzling, da hinten. Komm, komm, komm hier. Komm hier. Komm hier, Setzling. Dankeschön. Nein. Dankeschön. So. Mit S und mit O. Mehr Holz. Ja, eine Reihe können wir noch abbauen. Abernten. Holz ernten. Die gute alte Holzernte. Schon wieder eine Holzernte. Ja, schon wieder Holz. Aber es dient ja einem höheren Zweck. Ich meine, wir haben ja uns ein quasi autarkes System aufgebaut. Wir haben alles, was wir brauchen. Gut, außer vielleicht das Eisen. Das wird uns irgendwann alle gehen. Aber davon haben wir so viel in den Höhlen gefunden, das muss man jetzt auch mal so sagen. Kommt schon. Ach Mann. Wieder hüpfen. Nein. Das Holz will ich haben. So. Habe ich jetzt eigentlich gekriegt? Ich weiß es gar nicht. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Es müsste von der Höhe her gepasst haben. Es könnte aber auch sein, dass das wieder geglitscht ist. Aber ich muss sagen. Minecraft, wenn man es jetzt mal mit früher vergleicht, früher war das ja wesentlich also ja, verglitschter. Ist das ein Wort? Kann man das so sagen? Verglitscht? Ist das ein adäquates Wort, was im Duden steht? Ich glaube nicht. Ein passendes? Nein, das passt nicht. Nein, das ist kein passendes Wort, was im Duden steht. Ich glaube nicht, dass das. Nee. So. Machen wir wieder ein paar Setzlinge, die wir nicht brauchen. Schön ist es. Sei es drum. Wir haben aber genug Holz zusammen und gucken jetzt, dass wir das Lagerhaus fertig kriegen. Also Ziel ist es auf jeden Fall, das Lagerhaus, das Dach des Lagerhauses muss in der 50. Folge fertig werden. Meine Güte. Das geht sonst so nicht. Weil, wo kommen wir da hin, wenn wir jetzt hier ewig lange versuchen, das Lagerhaus fertig zu bauen und es einfach nicht schaffen, weil wir das nicht einfach nicht. Nee, nö, nö, ich schaff das jetzt. So, Ziel. Zielsetzung steht, ist klar. Und das machen wir jetzt auch. Hey, nein.
Ich habe eine Falle gebaut. Nein. So. Klares Ziel. Vollende das Lagerhaus. Oh. Mit riesengroßen Schritten greifen wir der Uschi von hinten an die Schultern oder an die Mütze. So. Ja, wo sollte man der Uschi sonst hingreifen? Ich meine, bei einer Bolognese, ne? Da greift man dem anderen an die Schulter und der hinter einem macht dasselbe genauso. Komisch. Komisch. Nein! Ah, da hat's bitte. Ich bin hier so halb hoch. Jetzt muss ich alles wieder abreißen. Oh. Gibt es da keine effektivere Lösung? Doch, die gibt es jetzt. Echt? Ja. Nur für, hast du nicht gesehen, und du musst deine Großmutter verkaufen im Teleshopping. Aber dann kriegst du diese super effektive Lösung für ein Problem, was eigentlich gar keins ist. Hm? Das klingt nach einem fairen Deal. Oder um es mit den Worten von Homer Simpson zu sagen, ein sprechender Esel will meine Kreditkartennummer? Das klingt fair. Ja. Wobei halt, Kreditkarte, ja. Ist so eine Sache. Manche finden es praktisch, manche finden es Humbug. Da kann man sich drüber streiten. Ich halte mich da raus. Ja, ich halte mich da einfach raus. Das ist das Beste. Bei solchen Themen einfach raushalten. Wie in der, wo wir jetzt gerade schon vom Fernsehen reden, wie in der einen South Park-Folge. Da gab es dann auch irgendwas, wo sie gesagt haben, ach, da halten wir uns einfach raus. Ja, einfach raushalten. Einfach nicht mit, ne? Einfach. Geht mich nichts an. Ja, was willst du von mir? Nö. Na komm hier. Reichen 24? Ich weiß es nicht. Ich wette, es reicht so gerade genau nicht. Kann man sogar von hier unten machen. Wuhu. Klack, klack. So, Regen, dann zeig mal, was du kannst. Oh, Mist. Hier ist ja noch gar nicht fertig. Ah doch, das reicht. Yeah, ich habe sogar zu viel gebaut. Yeah. Mist. Na, okay. So, das bedeutet, das nehmen wir mit. Und den. Und dann machen wir jetzt hier dicht. Ich frage mich, wie komme ich wieder rein? Huch. So, das Lagerhaus ist fertig. Ich brauche irgendwas, wo ich wieder reinkomme. Plupp. Nehmen wir den Weg. Der sieht sicher aus. So, der Dachluke. Da ist er auch wieder zu. Und wir sind hier im dunklen Kämmerlein. Juhu. Ich gucke auf die Uhrzeit. Und, boah, wir haben sogar noch Zeit. Wir haben das Lagerhaus tatsächlich. Wir haben das Lagerhaus fertig. Ich möchte weinen vor Freude. Und da fällt mir was ein, was wir noch machen wollten. Ja, das geht auch so. Die Frage ist, wie kann man das effektiv gestalten? Einfach so? Das sieht doch kacke aus, oder? Naja, jetzt auch egal. Ganz ehrlich, als ob das jetzt wen interessiert. So, hier außen und da innen. So. Und dann platze ich einfach. Nee, ja, muss ich ja hier drumherum die Dinger raushauen. Und ersetzen durch solche hier. Ansonsten sieht das doof aus. Aussehen tun das doof. Sehr schön, sehr schön. So, dann sollte ich noch den Rest ein. Und dann ist das ein fertiges Lagerhaus. Würde ich schon sagen. Hier können wir ja auch noch die setzen. Ich weiß nicht warum. Einfach weil wir es können. Und drumrum eigentlich auch. Warum? Weil wir es können. Jetzt ist natürlich einer übrig. Das ist natürlich doof. Warum? Weil wir es können. Das ergibt keinen Sinn, ich weiß. Aber ich sage es trotzdem. Einfach, weil ich so ein frecher Lump bin. Haha. Ein frecher Tunichtgut. Ein Schlingel. Ein. Was gibt's noch so für coole Wörter? Oh, ich habe keine Dinger mehr. Brrt, machen wir neue. Wir sitzen ja hier quasi direkt an der Quelle.
Dann ist das quasi so einmal umrundet. Das ist auch cool. Machen wir hier das Ganze auch nochmal. So, einmal umrundet. Dann sieht das auch gar nicht mal... Ups. Ach so, ich dachte gerade... Sieht das auch gar nicht mal so scheiße aus. Ganz im Gegenteil, gefällt mir sogar. Sehr schön, sehr schön. Und wir gucken nach draußen, gucken uns das Lagerhaus nochmal von der Position aus an, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und jetzt sieht das schon ein bisschen lagerhäusiger aus. Sehr schön. Das freut mich sehr. Ja, die nächste Hürde werden dann die Türme. Also das Lagerhaus können wir jetzt zumindest vom Bau her schon mal als fertig abkreuzen. Ja, fertig. Obwohl, die Fackeln können noch hin und her. Und ach, wir haben ja noch die Treppe, ne? Oh, die Treppe müssen wir auch noch machen. Die habe ich ja ganz vergessen. Und die Mine und U und A und O und He und Hi und Ha. Aber alles, oder was wir machen von den ganzen Sachen, von den ganzen tollen Sachen, das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage, haut's rein und ciao, ciao.